yeah, Elektroschrott. Jo, mal wieder so ein schönes Postsendungsding hier. Wobei mir hier eigentlich was relativ Blödes passiert ist, weil ich habe es bekommen und ich habe gedacht, es wäre China-Crack, weil ich nicht genau drauf geschaut habe, Absender und so, und habe es schon mal aufgemacht und reingeschaut. Dann habe ich gesehen, ja, es ist Crack, aber irgendwie nicht vom Chinesen, sondern vom Jens Unterkötter. Das ist so ein Muckel da aus dem Google Plus. Ja. Netten Muckel mit Elektronik und Katzen und so. Ne? Und dem habe ich neulich ein bisschen Müll geschickt und er hat sich revanchiert und auch ein bisschen Müll zusammengepackt. Als ich das gedacht habe, habe ich dann gleich alles wieder in den Umschlag und habe mir gesagt, nee, das wird jetzt nicht einfach ausgepackt und wegsortiert, da gibt es ein Video zu. Und genau das, liebe Kinder, seht ihr jetzt. So, wie gesagt, ich habe vorher schon mal reingelinst. Ja. Aus einem Grund war das auch ganz gut. Er hatte nämlich hier seine Adresse draufstehen und sowas zeige ich ja hier nicht. Ne? Also, ja, die nicht bestellte Bestellung, danke Jens, finde ich total bestellerisch geil. Schauen wir mal. Das ist ein ganzer Haufen Graffel. Wir gehen das mal stückweise an. Das sind nämlich viele kleine Tütchen mit einzelnen Sachen drin. Damit ich nichts verliere, tue ich mir hier mal so Schalen mit. Hatte ich schon und so. Obwohl, brauche ich eigentlich nicht. Ach, was mache ich denn hier? Ich bin total wirr. Ach, so ist das immer nach einem Arbeitstag. Da werde ich total komisch, vor allem, wenn ich Crack auspacken darf. Also, fangen wir mal an. Also, das Erste, was ich hier so vor mir sehe. Ich bin auch geerdet hier, ja. Das ist ein Grund, um mir hier die Lupe mit dem Ding rauszuholen. Ihr wisst ja, ich bin neulich 40 geworden. Ja, da liest man nicht mehr so gut. Dallas DS1820 Temperatursensor. Ist ja putzige Licht. Tatsächlich ein 1820, das ursprüngliche Modell. Ich habe immer nur die S20 oder B20 in Fingern gehabt. Das da sieht für mich nach einem Feuchtigkeits- und Temperatursensor aus. So ein DAT11 oder sowas in der Art. Es steht dummerweise überhaupt nichts drauf. Keine Markierung und was ungewöhnlich wäre für so einen Sensor, nur zwei Pins. Es könnte auch ein... Ich weiß nicht, was es ist. Jens, klär mich auf. Bitte in die Kommentare, was zum Teufel ist das hier? Und dann haben wir hier einen Chip. MCP23S17 ist vom Microchip. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, das ist ein PIC, weil Microchip halt, ich kenne mich da mit den Bezeichnungen nicht so aus. Ich schlage das gleich mal nach. Ah ja, okay, alles klar. Gut. Dann ein Tütchen, das hier sowieso schon aufgegangen ist. Wie drollig. Ein Assortiment von USB-Steckern, und zwar hier die großen, normalen Typ A, glaube ich, USB-Stecker. Und hier kleine, was sind das? Ach, das sind diese ganz fiesen, die man gelegentlich bei Kameras sieht, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, also... Es hat 5 Pole, kann also nicht irgendwie so ein Micro-HDMI oder so ein Kack sein. Ich glaube, sowas habe ich bei Kameras schon mal gesehen. Die sind relativ ungewöhnlich. Ja, cool, mit Steckergehäusen kann ich mir, wenn ich mal ein Kabel brauche für sowas, kann ich mir selber eins bauen. Gegebenenfalls auch ein Adapterkabel. Irgendwas so tief in mir drin, ja, sagt mir, dass es genau das ist, ne, was der Unterkötter hier mal gemacht hat. Adapterkabel, um eine Digitalkamera irgendwie anschließen zu können. Vermute es ja nur mal so. Ist auf jeden Fall geil. Ich habe nie genug von diesen USB-Steckern gehabt. Und kann man ja immer mal für irgendwas gebrauchen. Ne? Ich meine, und wenn es bloß für Stromversorgungskabel ist. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir einen Beutel, wo auch mal wieder einiges drin ist. Gucken wir doch mal.
Also, das hier. Tada. Ohne jetzt auf den Chip geguckt zu haben, würde ich sagen, USB auf Serial-Adapter, möglicherweise FTDI. Also USB auf Serial stimmt wahrscheinlich. Das würde vom Pinout her passen. Aber das ist... So einen habe ich noch nicht in den Fingern gehabt. Der Chip, der drauf ist, ist ein SIL. Dann 2104, da tippe ich auf den Datecode. Ja, obwohl, nee, der Datecode ist wahrscheinlich am Ende. 1427, 27. Woche 2014. Das muss ich nochmal nachschauen. Auf dem Modul steht als Bezeichnung noch CNT003 und als Hersteller www.cnewtek.com. Und das Witzige ist, der hat eine ganze Menge IO-Pins, die hier durchgeführt sind. Meine Vermutung, und ich schaue gleich nochmal nach, aber meine Vermutung, es handelt sich dabei um das USB-Serial-Äquivalent zu so einem ESP-Chip, und zwar dergestalt, als das Ding zwar erstmal USB auf Serial macht, man aber wahrscheinlich, wenn man den Chip programmiert, damit noch eine ganze Menge mehr Sachen machen kann. Da muss ich nachher mal gucken, was es genau ist, und dann, ja. Wir haben eine typische Hohlsteckerbuchse zur Stromversorgung. Ich würde sagen, na, 2,5 mm Innenpin. Wir haben einen Taster, na, einen Schalter sogar. Dann haben wir einen AMS1117, das ist ein Spannungsregler. Und eine ganze Reihe von Pins, die jeweils mit Ground und VCC bezeichnet sind. Von der Firma LCTech. Boah, Lötstellen aus der Hölle, alter Falter. Die wurden mit den Füßen gelötet, glaube ich. Und noch schön Lötfettreste. Ich vermute mal, das ist ein Spannungsregler, wahrscheinlich irgendwie so 12 bis 24 Volt auf, naja, tippe ich mal 5 Volt, das wäre jetzt mal naheliegend. Das muss ich mal durchmessen. Ich muss mal gucken. Ich habe ein 12 Volt Netzteil da. Ja. Schau ich mal. Na, also mein Netzteil passt schon mal. Ich habe hier nur ein kleines Kabellängenproblem. Das kriege ich in den Griff. Ja. Ist angeschlossen wie erwartet. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier das Multimeter so hinkriege, dass ihr was davon habt. Und wenn ich jetzt aufs Knöpfchen drücke, ja, das sieht sehr stark nach einem 4-fach 12 auf 5 Volt Spannungswandler mit einem Linearregler wahrscheinlich drauf aus. Praktisch, kann man immer wieder gebrauchen. Ja, dann haben wir hier ja, ein paar Dupont-Kabel, die gehören zu diesem USB auf Serial-Teil, das wir da vorhin gesehen haben. Das hier sieht für mich wie so ein Infrarot-Receiver aus. Schauen wir mal, ob eine Typenbezeichnung oder sowas drauf ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn TSOP irgendwas drauf wäre. VS1838B. Tja. VS1338B. Dann haben wir hier noch so Kleinkram. Schauen wir nochmal, was steht drauf. TA. Ja. Es handelt sich um einen
TA7642 und dann steht drunter noch WXS9A. Das ist natürlich... Dann haben wir hier drei LEDs. Also, meine initiale Vermutung bei diesen LEDs wäre, wenn ich die an den Diodentester hier anschließe, kann ich mit bloßem Auge nichts sehen. Aber ich werde auf dem Bildschirm der Kamera einen kleinen Flecken sehen. Weil angesichts der Tatsache, dass da so ein Infrarot-Receiver war, möchte ich doch wetten, dass das hier Infrarot-LEDs sind. Also wenn es Infrarot sind, ist jetzt hier momentan das, was ich an Strom im Tester anzubieten habe, zu wenig, weil man sieht gar nicht. Vorwärtsspannung 1,02 Volt. Puh. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Infrarot. Ich habe jetzt mal auf dem Breadboard 220 Ohm Widerstand und dann hier 5 Volt Stromversorgung dran und siehe da, jetzt leuchtet das hier wunderbar in der Kamera auf. Ich kann aber nichts sehen, sprich eine Infrarot-LED, hatte ich doch gleich geahnt. Und dann habe ich hier noch eine Reihe mit SMD-Bauteilen. Und zwar, was steht drauf? Ja, okay. AMS11173.3. Das dürften also 3,3 Volt Linearregler sein, nehme ich mal so an. Kann ich bestimmt mal für irgendwas gebrauchen. Vor allem jetzt, wo ich selber Platinen mache, kann ich auch mal so ein SMD-Gefleckel hier benutzen. So, ein Tütchen haben wir noch. Ja, da ist lauter Kleinkram drin. So, das sieht praktisch aus. Also, fieseln wir mal auseinander. Es fängt hier an mit zwei Printmontage USB-Steckern. Und zwar... Wenn mich nicht alles täuscht, ist der eine davon sogar im Rastermaß, mit dem ich es auf ein Steckbrett kriegen könnte oder auf eine Lochrasterplatine. Der andere sieht etwas feiner aus, müsste ich aber ausprobieren. Letztendlich egal, wird ausgemessen, kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Schließlich mache ich mir mittlerweile die Bots selber. Ah ja, und hier ist auch noch so ein USB-A-Stecker. Super. Also die kann man immer sehr gut gebrauchen. USB-Stecker mag ich sehr gern. Dann hier zwei Stromversorgungsbuchsen. Das sind typische Hohlsteckerbuchsen mit, ich möchte wetten, 2,1 mm Innendurchmesser für den Innenpin. Und sehr gut, die verwende ich immer für meine Stromversorgung. Kann ich auf jeden Fall benutzen. Dann sind hier noch ein paar Kleinbauteile im TO92-Gehäuse. 2N70021. 2N70021. Ja, ist doch ganz klar, was 2N70021 ist. Dann haben wir hier noch ein paar Dioden. Fette, fette, fette Dinger. IN5821. Ordentlich dicke Dioden. Ich würde sagen, das ist so eher was, wenn man mal vorhat, an Netzspannung einen Brückengleichrichter oder sowas zu bauen. Da nimmt man vermutlich gerne mal solche Tiere hier. Ist cool, sowas habe ich bisher noch nicht. Kann ich mit Sicherheit früher oder später auch nochmal irgendwo einsetzen. Schadet ja nicht, wenn man sowas zur Hand hat, wenn man es mal benötigt. Und dann haben wir noch das hier. Interessant, schöne Mechanik. Da ist so eine Spindel drin. Wenn ich an der drehe, dann drehe ich dieses Teil damit und unten drunter sind drei Pins. Na, was mag das sein? Ja, also ich möchte wetten, dass das ein Poti ist, weil ich sehe auch, wenn man genau hier reinschaut, da unten drunter, da ist irgendwie sowas, was aussieht wie eine leitende Bahn. Genau. Und der ganz hintere Pin, der ist hier mit der Achse verbunden. Und dann die beiden anderen Pins sind links und rechts mit der leitenden Bahn. Also das sind typische Poti-Sachen, Plus und Minus und hier der Mittelabgriff. Aber halt cool, dass wenn man es irgendwie auf eine Platine auflötet und ein Gehäuse hat, dann kann man dann so eine schöne Schraube drehen. Und man hat halt auch sehr, sehr, sehr viele Umdrehungen für das bisschen, wo es hier lang geht.
Das ist ganz geil, damit kann man es ziemlich genau einstellen. Dann schauen wir mal. 100k, ja genau, steht 100k drauf, also es sind 100k Potis mit einem schönen Drehrad. Finde ich ziemlich schick, die beiden. Gefallen mir. Ja, was soll ich sagen? Das war's fürs Erste. Schöner Elektrostart, schöner Elektrostart. Danke, Jens. Das hat mir gefallen. Ach ja, tschüssing.